Willkommen Leute zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Weiß 2. In dem letzten Part hatten wir eins der Viecher gefangen, diese komischen Katzen, und in diesem Part machen wir weiter mit der allerletzten. Oh yeah. Diese befindet sich, wie schon im letzten Part gesagt, ganz oben auf dem Turm, ja. Und ja, die werden wir uns gleich mal fangen. Aber zuerst muss ich mal bis ganz nach oben ankommen. Mir wurde irgendwo gesagt, dass man gegen diese komischen Menschen hier wieder kämpfen kann. Es gibt irgendwo so einen Mann, ich weiß auch nicht wo, der macht dann so eine Challenge, dass man die irgendwie so schaffen muss. Ich habe keine Ahnung, was das ist und warum, und ich habe auch keine Ahnung. Das werde ich bestimmt nicht machen, denn irgendwie habe ich keine Lust, weiterhin Zeit zu verlieren. Denn dieses Let's Play hat sich an sich erledigt. Ich werde nur noch die Legis fangen und nochmal die Pokémon-Liga machen und dann ist es auch vorbei. Ja, ne. Alles weitere werde ich nicht mehr machen, denn das lohnt sich ja nicht mehr. Nicht wirklich. So. Komm. Ist das jetzt das letzte hier, Mann? Oh yeah. So. Irgendetwas kommt hier komisch vor. Die Gegend untersuchen. Klar. Ich finde es behindert, dass die Katze hier landet, anstatt hier oben bei dieser ganz krass großen Glocke, die einfach hier einfach so rumsteht, ne? Ja, wie schon im letzten Spiel gesagt, finde ich das sehr behindert, dass die Glocke gar keinen Nutzen erfüllt hier in diesem Spiel, obwohl sie sehr geil aussieht und dieser Ort an sich sehr episch ist, aber naja, drauf geschissen. So, ja, fangen wir einfach mal an. Oh yeah. Wie immer geht die Mucke ab, wie es an sich sein soll. Und ja, den Kampf fangen wir wie immer mit einer Donnerwelle an und gucken, wie es sich dann so macht. Ich habe extra für diesen Part gewartet, bis es wieder dunkel ist, damit wir auch die Finsterbälle benutzen können, denn die ja, sind ja an sich sehr gut. Sind auch die besten Bälle, glaube ich. Ja, deshalb will ich die mal so benutzen. Ne? So, was soll ich hier machen? Ich mache mal Stromstoß wie immer. Und ich habe so ein Gefühl, dass es wie die anderen Katzen auch mit dem gelben... Nein! Oh mein Gott, es überlebt derbe. Okay, es hat ja auch ihre Verteidigung gestärkt, wie ich das mitbekommen habe. Ich wollte gerade Stromschuss auf mich einsetzen. Okay, fuck this. Das wird auch bestimmt nicht viel abziehen. War ja klar. Mein Gott, das hier gibt ihr aber einen fetten Schub in der Verteidigung, oder es gibt... Ach so, es schwächt meinen Angriff. Seems legit. So, ich werde mal zu Latias wechseln und mit Psychokinese weitermachen, bis wir halt im roten Bereich angekommen sind. Da-da-dum-dum-dum. Dieses hier mag ich auch an sich sehr, diese komische Katze. Sieht auch an sich sehr cool aus, ne? Ich weiß nicht. Welches ist eure Lieblingskatze, Leute? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir in den Comments, ich würde es einfach mal spaßhalber gerne wissen. Also meins ist ja dieses komische Blaue, denn dieses Blaue ist einfach geil. Dieses hier ist auch cool und das andere ist auch an sich cool. Ich weiß auch nicht. Egal. So, nochmal Psychokinese sollte aber dieses Pokémon im roten Bereich bringen. Yay, sehr gut. So, jetzt können wir auch ein paar Bälle werfen. Oh ja, ist ja gut jetzt. Alter, was ist los mit dir? Ich fange mal das Ganze mit einem Finsterball an, um zu gucken, wie der sich so macht, jetzt so in der Nacht, so, ne? Das hat gereimt, ich bin so der Boss, ey. So. Balls! Naja, kein Kommentar dazu, ein schlechter Anfang, aber naja, das kann ich ja im Laufe des Kampfes noch ändern. Hoffen wir es auf jeden Fall. Ich hatte auch keine Knöpfe gedrückt, jetzt drücke ich mal was. Nach unten und A und links und rechts und das bringt nichts. Balls. Hey, dieses hier scheint etwas schwerer zu sein als die anderen, ne? Dieses hier wehrt sich ja übelst. Ich gehe mal zu einem anderen Ball. Ey, war der Timerball? Wir sind jetzt schon so ein paar Runden im Gange. Also ich hatte das letzte, glaube ich, mit einem Timerball gefangen. Ich denke, dieses hier sollte auch kein Problem darstellen. Eins, zwei, drei. Alter, ey, geilo, ey, seht ihr? Der Timerball ist for the win. Als Vesprit flog, lernten Menschen Glück und Trauer des Lebens kennen, die Geburt der Gefühle. Ja, das macht auch wieder mal sehr viel Sinn. Ja. Ja, im Englischen heißt dieses Teil hier Mesprit, also mit M halt, ne? Ey, und hier kommt Pokémon?
Krass, das wusste ich nie. Geil. Aber es macht irgendwie keinen Sinn. So rein gesehen. Aber ist trotzdem cool, ne? So, jetzt will ich aber hier wegfliegen. Ne, ich möchte mal die Glocke läuten. Einfach aus Spaß. Das ist die Glocke des Turms des Himmels. Lass du sie erklingen. Bladius schwingt die Glocke. Die Glocke hat geschwungen. So. Ja, ihr wisst, Bladius lässt gerne mal Sachen schwingen und, ja, ihr wisst schon. So, jetzt haben wir die Katzen alle gefangen. Was kann ich jetzt noch machen? Jetzt haben wir noch ein paar legendäre Pokémon zu fangen und ich glaube, wir werden mit dem Regis weitermachen. Die Regis befinden sich, hier in Maria City. Ja, das hier war auch wieder mal ein sehr kurzer Part, aber ich kann auch nichts für, dass die Regis hier so schnell in den Ball drin bleiben. Ey, ich keine Ahnung. Ich hab's irgendwie Glück, ne? Also wenn ihr die anderen Parts von meinem Let's Play guckt, von Pokémon Black 2, da werdet ihr sehen, dass ich schon etwas länger im Kampf verwickelt war als in diesem Spielverlauf. Also ich hatte irgendwie derbe Glück diesmal, was an sich sehr geil ist. Ich musste mich nicht aufregen, was an sich auch sehr schön ist. Kurz Pokémon heilen und schon können wir uns da auch zur Hülle begeben. Ich brauche noch ein Pokémon, das Zertrümmerer hat. Denn da gibt es ja diesen einen Mann, der gerne ein Pokémon sehen möchte, das Zertrümmerer hat, whatever. Und Anton hat kein Zertrümmerer. Okay, dann werde ich eins im nächsten Part nehmen und dann werden wir uns zur komischen Höhle begeben. Und ich meine genau die hier. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns an dieser Stelle wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr mich wie immer mit einem Daumen hoch unterstützen. Ich sage Tschüss, euer Bladius.